Kreativen da draußen und schön, dass ihr da eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir. Und wie ihr sehen könnt, habe ich heute wieder was zum Sticken für euch und das zeige ich euch auch gleich. So, einmal das Stickbild oder ne, ich zeige erst mal das andere. Das habe ich mich letztes Mal vergessen mit einzublenden. Ich habe euch ja erzählt, dass ich noch ein zweites Kit entdeckt habe. Also ich habe jetzt nur die zwei entdeckt. Hat es auch ein bisschen mehr gekostet. Ist auch minimal anders als das, das hier, wann ich angefangen habe. Im Grunde ist es dasselbe, also ist dasselbe Stoff, AIDA-Stoff. Oben fand es ein bisschen aus, aber macht nichts. Ja, dann hat man einmal diesen Stoff dazu. Der wird dann, wenn das fertig gestickt ist, auf die nicht bestickte Seite, also auf die Rückseite genäht. Und hier haben wir die Farben. Ja, das ist einmal so ein Knoten. Und hier sind dann die ganzen Symbole wieder. Also hier sind ein bisschen weniger Symbole als bei dem anderen Kit. Hat man auch weniger Farben. Das sind 3, 6 Farben. Aber unten sind sie aufgeschnitten. Wenn man den Knoten rausmacht, dann werde ich die dann einfach, wie ich es halt auch hier drüben gemacht habe, zeige ich mal. Habe ich mir ja also sehr viel mehr Farben bei dem anderen Bild. Aber macht nichts. Hier hat man ja 16 Farben und hier hatten wir jetzt 5, ne? Nummer 3, die 6 Farben waren es, genau. Ja, ich habe den einfach dann hier so dran gemacht, dass ich den so rausfädeln kann. Ne? Ich werde mir dann vielleicht auch noch die Zahlen drauf schreiben, je nachdem, wie es dann bei dem anderen Kit ist. Ja, und zwar habe ich, konnte es natürlich nicht abwarten, ich eigentlich wollte ich euch zeigen, wie groß eigentlich der Beipackzettel ist. Aber ja, im Grunde ist das ein so langes Papierchen. Das werde ich mir nachher noch kopieren, das habe ich noch nicht geschafft. Ich werde es dann halt zur Hälfte irgendwo dann, vielleicht mache ich es auch dann, wo der Pfeil ist, in Mitte durchschneiden und dann auf Papier kleben, damit ich da alles nebeneinander habe. Und ja, es ist halt alles schwarz-weiß und gezierter Stoff, also, aber man kommt gut klar. Ja, ich habe gesagt, alles nur ausgeschnitten, was Deutsch war. Der Rest war wirklich alles Englisch und andere Sprachen. Das habe ich jetzt wirklich nicht mehr. Aber ich werde es unten euch nochmal einblenden, falls ihr euch das nachkaufen möchtet. Klar, es ist ein bisschen teurer. Das hat mich, glaube ich, um die 20 gekostet, glaube ich. Ja, es ist ein ausländischer Shop. Aber es kommt innerhalb von, also wenn man Prime hat, ich weiß nicht, ob man keinen Prime hat, das dann länger dauert, das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe nur 2, 3 Tage gewartet und dann kam es auch schon. Ja, ob ich das dann mit euch zusammensticke, weiß ich noch nicht. Aber hier ist nochmal die Anleitung, ne, wie man stickt. Ja, ne? Aber oh, das weiß man ja eigentlich. Aber hier ist halt die Legenda, die DMC. Ist zwar keine DMC-Nummer da, aber man müsste dann die Farben wahrscheinlich vergleichen. Und beziehungsweise steht da halt die Farbe eigentlich da. Aber halt keine DMC-Nummer. Die müsste ich mir auch mal raussuchen, wenn ich die Farben dann mal zurücksortiere. Aber ja, genau. Bei Ecro weiß ich, das kenne ich. Das steht dann auch auf meinem Kärtchen, wenn ich meine ganzen Fäden halt zurücksortiere. Ecro kenne ich. Die anderen Farben müsste ich dann raussuchen und dann die Nummer mal draufschreiben, wenn es soweit ist, genau. Ja, ne? Aber bei dem Kit ist noch was anderes. Hier ist nämlich noch eine Quaste dabei. Finde ich auch super schön. Ob es dann noch hält, weiß ich nicht. Ich habe ja schon mal so ein Kit gemacht, aber halt, weiß gar nicht, ob das bei dem anderen ist, das auch dabei. Weiß ich jetzt gar nicht, ob da. Ne, da war, glaube ich, keine Quaste dabei bei dem Vogel, ne? Aber zum Beispiel bei meinem Harry Potter mit der Eule war so eine Quaste dabei. Die hat leider nicht lange gehalten. Die ist leider auch, man hat das aufgetrottelt, da hat schon nur noch den Zipfel dann da. Und ja, und Katze ist wieder da, wie ihr sehen könnt. Pfote. Liegt sie auf dem Tisch? Ja. Du. Frechdachs. Ja, hier haben wir halt noch die Nadel dabei. Hier ist bloß eine Nadel dabei. Ist halt so speziell eingepackt. Ja, damit ihr nochmal seht, ne? Wie es dann aussehen soll. Also ja, so sieht es dann aus, ne? Finde ich voll süß. Ne? Also, ja, also liebe Sanja, noch nicht geäußert. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt bei YouTube ist. Ich habe echt noch nicht geguckt. Wer macht sie auch kein YouTube mehr und keine Ahnung. Ja, aber wenn du es siehst, ne, wird dir bestimmt gleich auch gefallen. Ich weiß nicht, ob du auch lesen tust.
Meine eine Freundin hat ja mal so einen Kommentar geschrieben mit dem Vogel, glaube ich, ja. Wenn sie lesen würde, wäre cool, wenn sie auch noch so eins bekommt. Aber ich habe gesagt, du kannst gern auch so eins bekommen. Kannst du auch nicht zweckentfremden, keine Ahnung. Aber naja. Also ist mal was Kleines so zwischendurch. Ja, gezierter Kreuzstich dauert halt ein bisschen länger, als wenn man halt gedruckten Kreuzstich hat, aber hat mal was anderes. Ja, genau. Ne? So, ich tue ich auch mal alles wieder zurück. Mal gucken, ob ich da reinkriege. Warte mal, das tun wir erstmal wieder. So. Die Quaste irgendwie dabei. Dann die Anleitung. Ja, ist auch noch dabei. Ja, ich tue es halt nachher dann auf dem Blatt Papier kleben und dann einfach kopieren. Genau, mal gucken, ob sie da reinbekommen hier. Ach so, warte mal, andersrum. Andersrum. Das machen wir hier reinstopfen. Das ist gleich in der Tasche drin. Und ja, es wird ein Knick jetzt hier, aber da hin. Na komm. So, fertig. Drinne. Und mal sehen, wann ich das mal sticke. Wäre sehr schön. So, kommen wir wieder zu diesem Stickbild. Ich habe gesagt, hier ist bloß das Bild drin. Passt mal raus hier. So, also hier ist auch der Stoff dazu. Sag, ich weiß immer noch nicht, ob ich den Stoff da benutze, wenn ich es dann mal fertig habe. Aber, ja, das war die Anleitung. Hier ist das. Ach ja, stimmt, ich habe ja das angefangen. Ich dachte, hey, was habe ich jetzt schon abgestrichen? Aber ja, wir haben ja den Kopf letztens angefangen. Das Ober habe ich alleine gemacht. Ne, ich habe das ja dann ja, hier nochmal aufgetrennt, die Schrägstriche. Und ja, und natürlich die Augen. Das sah ja, wie gesagt, letztens so aus, hey. Das muss ja halt über diesen, ja, etwas anderfarbigen. Damit es halt auch so aussieht wie hier. Ne, das habe ich ja auch dann da drüber gestickt. Und hier oben sah es ein bisschen komisch aus, aber ja. So. Was braucht man denn? Die Schere, hier haben wir meine Marker. Ja, wenn ich, also weiß noch nicht, ob die noch bei Teenie Stickstadt gibt, aber die gab es mal und sind noch kleine Marker. Finde ich ganz süß. Für kleine Projekte. Ist sehr gut. So. Ich werde euch dann gleich mal bitte ranzoomen und dann geht's los. Rangezoomt, damit ihr bitte seht, damit ich das Ganze in der Hand halten muss. So seht ihr dann, denke ich mal, auch, wie ich das schon sticke. Ich habe selbst gesagt, dreimal ausgedruckt, einmal als Reserve und eins nehme ich für die Kreuzstiche. Na, habe ich ja auch der Rückstiche mir ein bisschen mit markiert. Aber wenn das halt wie hier ist, ja, habe ich das halt markiert. Den Rest konnte ich dann freihändig machen. Aber das braucht man jetzt noch nicht, denn wir machen erstmal die Kreuzstiche. So, welche Farbe brauchen wir denn jetzt? Wir sind ja stehen geblieben bei dem Kopf. Das habe ich jetzt schon gestickt. Ah ne, das brauche ich noch. Also brauchen wir einfach das X. Das X. Warte mal, ich habe das doch markiert. Ach hier, warte mal, das X. X, 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 X. Ach hier, das sind zwei Farben, brauchen wir. Also Samenfunds, das ist die 5. Und Saumon, also die 4 und die 5, das sind wieder zwei Farben, die wir brauchen. So, und machen wir einen Faden hier. Dann machen wir die 4. Achso, ich sehe gerade, ich hätte jetzt hier eigentlich, warte mal, warte, ich tue das nochmal zurück. Ich habe ja schon einmal die zwei Farben beim letzten Mal gebraucht. Das muss man wieder hier reinkriegen. So, das tun wir mal wieder hier rein.
Denn ich habe ja hier einmal extra die zwei Farben, die wir brauchen, die 4 und die 5. Das ist eine Mischung aus diesen, oder? Aus diesen beiden Farben, 4 und 5, ne? Und das habe ich ja hier schon, wie ihr es vielleicht sehen könnt. Das sind zwei verschiedene Farben. Bei euch sieht es gerade gleich aus, aber sind zwei verschiedene Farben. Ja, ich würde sonst immer Lupe-Anstich machen bei 14 Count. Na gut, ich habe nochmal geguckt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt 16 oder 18 Count. Ich glaube 18. Ich blende es dann gleich nochmal hier ein. Weil auf der anderen stand es jetzt nicht direkt drauf, aber auf der Seite, wo ich das bestellt habe, Amazon, da stand da in der Beschreibung oder Produktdetails sozusagen, dass, ja, welches Countzahl das ist. Aber ich war so gut richtig, meines Wissens waren es jetzt 18 Count. Ich gucke dann nach dem Video nochmal, ich hoffe, ich vergesse es nicht, dass ich dann, wenn das Video schneide, ja, mit einblende. Genau. Ja, also da es ja zwei verschiedene Farben sind, mache ich das wie 11 Count, tu mir halt einen Knoten reinmachen und tu halt keinen Loop-Anstich machen. So, seht ihr das jetzt? Genau. Ja, da muss ich die ganze Zeit so hochhalten. Ich hoffe, dass ich im Bild bleibe. Ich muss gerade selber gucken. Bin ich denn jetzt hier drin? Ja. Ja, ich hätte die Kreuze, sehe ich gerade, eigentlich vor diesem Strich machen sollen, aber das geht auch so. Muss ein bisschen aufpassen. So. Hier hinten tue ich das dann einfach einmal dazwischen. Ja, und dann zack, ist es fest. So. Jetzt muss ich gucken, dass ich unter den Faden durchkomme. Mache ich kurz mal so und dann bin ich hier im Loch, genau. So, dasselbe mache ich jetzt hier drüben auch. Unter den Faden durch. Ja, eigentlich macht man es eigentlich die Rückstiche eigentlich erst, wenn man die Kreuze gemacht hat, aber das habe ich letztes Mal irgendwie nicht so mitgekriegt. Aber das geht auch so. Wenn man vorsichtig macht, dann hat man die Kreuze unter diesem Backstitch. So, die zwei Kreuze habe ich. Und darunter kommt jeweils noch mal eins. Und hier drüben noch mal eins. So, die zwei Kreuze habe ich. So, da haben wir das auch mit Kreuz. Jetzt tun wir das erstmal wieder vernähen. Einfach hinter den Maschen durchstechen und dann natürlich die Fäden und nicht die Maschen von diesem Stoff, weil sonst sieht man dann auf der anderen Seite, wie man es durchgestochen hat. Das sollte nicht passieren. So. Zack. So, das tun wir jetzt wieder zurücksortieren. So, das ist mal wegmarkieren, dass ich das gemacht habe. Das haben wir und das haben wir. Ach nee, auch Mensch, habe ich mich wohl. Na gut, dann machen wir halt noch mal eins. Ich habe ein Kreuz vergessen und zwar das da unten. Naja, fängt ja wieder gut an hier. Machen wir halt noch mal ein Kreuz. Ja, es ist halt der Nachteil, wenn alles noch schwarz-weiß ist, dann übersieht man gerne mal was. Ich zumindest, wie man es sehen kann. Naja. Macht man nochmal das eine Kreuz.
Quatsch, das wollte ich fast Loop-Anstich machen. Das ist doch Quatsch, ich habe da einen Knoten drin. So, nochmal durchstechen und dann haben wir das auch geschafft. So. Mal wieder ins mein Sortiersystem hier. So, was braucht man jetzt für eine Farbe? Erstmal abstreichen. So. Jetzt haben wir beim letzten Mal habe ich auch gepennt. Da hätte ich eigentlich das Zeichen auch schon mal, dieses römische Om heißt das, glaube ich, oder Omega-Zeichen. Ja, ist auch bis 1. Das brauchen wir. Das ist jetzt nur die 4. Festhalten, damit die anderen Fäden nicht hinterherkommen. So, hier machen wir jetzt kurz einen Loop-Anstich, dass ja bis ein Kreuz ist und eine Farbe. So. Und zwar ist das hier dazwischen. Ne, Loop-Anstich heißt, wenn man halt so eine Schlaufe hat, tut man das hier durch. Also wenn man Loop-Anstich macht, von oben einstechen. Und wenn man Knoten hat, halt von unten. Weil sonst hat man den Knoten ja oben. Sonst ist es dann schwieriger, den Knoten durch die Löcher zu ziehen. Aber das versteht sich, denke ich mal, von selber. Dass man das halt so oder mal so macht. Also mittendrin mache ich das so. Ja, jeder stickt da vielleicht ein bisschen anders. Ja. Auch geschafft. Ja, ist klar, es ist viel Arbeit, wenn man halt so viel stickt und dann die Farbe immer wechseln muss und so. Aber das ist mich entspannt, das, ich mache das gerne. Hab's ja auch, ich glaube, seit 2 Jahren habe ich, glaube ich, erzählt, dass ich das mache. Ich habe ja mit Dimepad hier angefangen, 2020, also Mitte 2020. Und ja, ungefähr ein Jahr später habe ich damit Kreuz angefangen. Aus Zufall, da ich was entdeckt hatte. Ne? Und ja, immer mal will wechseln. Aber irgendwann kam da Knüpfen dazu. Das mache ich demnächst vielleicht auch mal wieder. Ja. So, jetzt brauchen wir das Dreieck. Das Dreieck nach oben. Da, das ist Plank. Das ist die 3. Die 3. Das sind sehr weißes Weiß. Das ist, glaube ich, noch weißer als die 5200. Ein bisschen kleinen Faden, aber ja, ab und zu kratzt noch leichter Hals, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wenn ich mehr als sonst rede, dann ja, geht es auch nicht auf die Stimme bei mir. Ich bin es halt nicht so gewohnt, nicht allzu viel zu reden. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie redefaul bin, aber naja. Wenn man mehr als mindestens eine halbe Stunde quatscht und ja. Aber kennt ihr vielleicht mal selber, ne? Wenn man ein bisschen mehr redet als sonst, also am einen Stück zumindest, dann ja, kratzt dann auch wieder die Stimme. Wenn es das nicht gewohnt ist, denke ich mal. Wenn man es trainiert und öfters mal mehr reden muss, dann ist es vielleicht auch mal nicht mehr so, aber. Jo, einmal da Kreuz. Warte mal, ich sehe es gar nicht. Ja, ich habe jetzt so das kleine weiße Kreuz hier gemacht. Da. So, dann hier rüber. Ein Kreuz. Dann bitte eins runter, genau. So, dann wieder eins hoch.
Und dann noch mal eins so. Und ich hätte da runter gehen können. Warte mal. Wir müssen kurz hier runterstechen, weil es geht nämlich hier unten weiter. Hab ich jetzt nicht gesehen. Naja, dann stechen wir mal kurz hier runter. Durch den Maschen. So, guck mal, wo wir jetzt rauskommen. Wir müssen hier rüber. Von dem mittleren runter. Also hier rein. So, ich muss erstmal abstreichen. Das haben wir, das. So, und jetzt von da schräg 1, 2, 3, 4 runter. Das müsste mit dem Faden noch klappen. Ich mache jetzt mal. Ich mache mal andere so schräg, dass ich mal halbe Kreuze mache. Dann was dann hier oben ein bisschen besser vernähen können. 1, 2, 3 und 4. Genau. Jetzt immer wieder zurückstechen, dass da volle Kreuze werden. So, dann bleibt nicht mehr allzu viel vom Pferden übrig. Den schmeißen wir einfach weg. Das nützt dann nichts mehr, dass man den auch hier noch benutzt. So, ein bisschen da durchstechen. So. Haben wir das auch geschafft. So, was nehmen wir als nächstes? Nehmen wir mal das, das Seide-Dreieck, das hier. Also nicht das. Drüben jetzt auch weiter gegen, aber das können wir danach noch machen. Wir machen jetzt erstmal, oder machen wir erst geteilt. Nee, ich mache das jetzt. Das Zeichen hier. Das ist die Farbe 15. Ja, die Farbe 15, genau. 15, das ist so ein schönes Grün. Das seht ihr ein bisschen mehr, weil bei dem Stoff, wenn man da so helle Farben steckt, das sieht man dann irgendwie nicht. Also ich sehe es, ne, aber ihr seht es minimal, weil der, naja, der Stoff halt so ist. Ne? Der ist ja nicht ganz weiß. Aber für euch ein bisschen schwerer zu erkennen. Auch mit der Farbe spielt, das seht ihr ein bisschen. Bitte mehr. Jo, ich habe jetzt noch einen kleinen Faden, aber das müsste reichen. So, wir stechen jetzt einmal hier rein. Mal gucken, dass ich auch sehe, wo ich hinsteche, genau. Und wieder den Loop anstech. So. 1, dann gehen wir gleich rüber. Zwei rüber. 1, 2, im zweiten 1 runter. So. Zweiten, dann eins rüber. Eins rüber und dann noch mal eins runter. So, dann können wir dann zurückstechen.
So, haben wir die. So, unter dem eins frei. Und jetzt geht es hier weiter. Was mit 1? Dann 1 runter und rüber. Genau, 1 runter rüber, genau. Das ist dann über dem, genau. So, dann ist der Faden auch schon wieder so weit leer. Das, oder warte mal, haben wir hier drüben. Ich glaube, die nutze ich nicht mehr, das ist mir zu kurz. Das ist mir zu kurz. Und vielleicht ich einfach hier rüber rein. Auch wieder abstreichen. So, jetzt nehmen wir noch mal grün, das war es die 15, ne? Genau. Machen wir es auf der anderen Seite. Habe ich jetzt die 14 oder die 15 genommen? Oh nein! Ja. Die 14 genommen. Ich brauche die 15. Das ist so ein anderes Grün. Verdammt. Okay, ich mache kurz Stopp und dann sehen wir uns wieder, wenn ich es aufgetrennt habe, bis ich es neu gestickt habe ohne euch. So, da bin ich wieder. Also, ich habe jetzt die richtige Farbe gestickt, habe ich da auf der Pampa verstickt. Ich dachte, hey, was hast du denn jetzt gemacht? Na, weil ich es halt abgestrichen habe und dann, ja. So, ich habe hier schon mal was angestickt. Also der Faden war was länger, deswegen konnte ich es ja gleich rüberwandern. Unter den 2, genau, das sollten wir da zurückstechen. Ja, manchmal gar nicht so einfach. Das ist manchmal das Nervigste, wenn man dann wieder auftrennen muss und man merkt, man hat sich verstickt. Aber aus Glück fällt es einem noch auf, dass man halt nicht so viel auftrennen muss. So, mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5. Bis zum 6, also insgesamt 6. Beim 6. Mal gucken, muss ich dann über dem, also über dem vorletzten, 1, 2, das zweite drüber. So. So. Und neben dem 6. kommt noch eins daneben. So, und jetzt kommen noch 2. Mal gucken, ob der Faden reicht. Eins. Und zwei. Genau. Das Problem. Komm, die 2 schaffst du auch noch, du Faden. Kurz aus dem Bild gehen. Und komm rein. So. Und jetzt irgendwie zurück. Und komm rein. Nee. Muss mal kurz ohne euch machen. Der Faden ist vielleicht doch zu kurz. Das wird, glaube ich, nichts. Mach wenigstens den Ehen, ja.
Aber das ist auch doof. Na gut, nee, ist nicht ganz doof. Reicht doch nur noch für ein Kreuz. Na komm. Ach Mann. Bleibt mein Geflure. Ach, das ist nochmal nervig, das irgendwie in die Lade zu kriegen. Komm rein, genau. So. Kann halt nur noch den einen machen. So, passt das nicht wieder rausrutscht, weil die sind wieder unterschiedlich lang. So, haben wir das erstmal, ne? Das werde ich erstmal vernähen. Dann denke ich mal, dass wir eine neue Farbe nehmen. Ja. So, mal gucken, was wir erstmal abstreichen. Nicht vergessen, sonst hat man halt auch was nicht gemacht. Ja, ist der Nachteil, wenn es halt schwarz-weiß ist. Aber ich finde es trotzdem schön, mal was anderes. So, jetzt kann man das Prozent, geteilt durchzeichnen machen. Und das ist die Farbe. Jetzt sind es wieder zwei Farben. Einmal Vert Moyenne, da genau, das ist die Farbe 15. Und Vert Clair, das ist die Farbe 14. Also 14 und 15 brauchen wir jetzt. Ja, das ist einmal das, was ich falsch gestickt hatte, und einmal die 15. So, einmal grün. Also einmal die 14, einmal die 15. Jetzt gucken wir, ob die gleich lang sind. Ob wir die ein bisschen teilen müssen. Ich glaube nämlich, dass die 15 ein bisschen länger ist. Ja, genau. Schneiden wir die erstmal auf die gleiche Länge, ne, weil das ist uns hier zu lang. Zack. Und das ist dann einfach, dass man dann wegschmeißt. So, wie gesagt, der Knoten gemacht. Und jetzt einmal. So. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir einmal. Naja, wo fangen wir schon am besten mal an? Ich glaube, unter den zwei ins Freie. Ja, fangen wir hier drüben an. So, erstmal eins, dann eins runter. Faden, der dann stehen gehört. So. So, haben wir die zwei. Jetzt eins frei und dann rüber. So, eins. Dann eins frei und zwei. So, ich stelle mich wieder zurück. Jetzt haben wir eine volle Kreuze. So. So, dann
rüber ins Höhe, dann die 2, genau. So, das haben wir. Das muss erstmal wieder abstreichen. Ach nee, da ist noch eins. Muss man noch ein Kreuz machen. Und zwar neben den 2. Hä, wir müssen hier noch eine Lücke. Bin ich denn jetzt? Zwei. Oh Gott. 2. 1, 2. Dann die 2 und. Ach so, ja, hier oben muss ich noch mal hin. Hier oben muss ich noch mal hin. Habe ich auch noch eins hin, das habe ich gerade abgestrichen, aber das habe ich doch noch gar nicht gestickt. So. Dann kommt 2. Und dann noch 1. Daneben. So, jetzt habe ich es fertig gestickt. So, jetzt unter dem einen 1 frei und dann brauchen wir 2. Und 2 und dann 2 ins rüber und dann 2 wieder runter. Wieder zurück. So. Jetzt ins daneben. Muss ich erstmal abstreichen, sonst komme ich wieder durcheinander. 2, 1, genau. 1. So, jetzt 1, also 2 übereinander. 1, 2. Wieder ins Höhe. Dann nochmal 2. 1. Na komm. So.
Und dann nochmal zwei. Daneben. Eins. Und zwei. Und dann noch mal eins. Dann haben wir den Faden auch fertig gestickt. So. Sieht doch schön aus, ne? Man sieht auch richtig diesen Farbverlauf, dass das zwei verschiedene Farben sind. Ja, wunderschön. So, dann haben wir das. So, das wollen wir abstreichen. Ja, noch mal dieselbe Farbe? Nee, machen wir was anderes. Nehmen wir mal das V. Ja, das V können wir jetzt mal nehmen. V, das ist ein Türkis, also ein schönes Blau. Das ist die Farbe 13. Ja, das ist das Blau, wie halt bei den Ohrringen auch schon, ne? Entsprechende Länge, das müsste eigentlich reichen. Ansonsten müssen wir sie nochmal neu anstechen, wenn wir noch mehr brauchen. So, jetzt kann man mit der Loop-Anstich machen. So. Und das ist unsere schöne Schlaufe. So. Wo geht's jetzt weiter? Den zweiten, also hier drunter. So, davon brauchen wir jetzt hier eins. So, dann neben dem hier. Ah, mehr. Ich überlege gerade. Ne, wir müssen hier runter. Ja, da ist nicht noch eins da drunter. Wir machen einfach das eine hier. Und dann können wir hochgehen. Genau, warte mal. So, jetzt zwei runter neben dem, genau. Eins. Und zwei. So, dann. Eins. Zwei, genau. Rüber, jetzt drei runter. Ja. Eins. Zwei. Drei. So, jetzt drei runter, warte mal überlegen. Eins, zwei, drei. Zwei, drei und dann noch zwei rüber. Ja, das
glaube, den lasse ich erstmal stehen, ich mich falsch versteche. Den lassen wir erstmal stehen, den Faden. Ich mir jetzt hier verzähle und dann was Falsches sticke. So, das, 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 so, genau. So, jetzt können wir mal das Web nutzen. Das W. Da. John Doe. Also John Doe heißt die Farbe halt. Ja. John Dior. Das ist die Farbe 6. 6, das ist so ein Gelb. Ja, ich gucke nochmal, wenn ich falsch geguckt habe. Nee, das ist die Farbe 6. Und ja, hier ist auch das Zeichen, ne? Kann man eigentlich nicht verfehlen. Ja, ich habe zwar nach Nummern geguckt, aber vor uns hätte ich auch wissen, dass das Zeichen, was ich vor uns gestickt habe, eigentlich das ist und nicht das. Aber naja, ich habe es ja behoben. So, einmal gelb. Ja, wenn der Faden nicht ins Nadel will, dauert es ein bisschen länger. So, das habe ich. So, stehen geblieben. Jetzt blau. Nehmen wir blau 1 und da 1, genau. Nicht 3 WSK. Ach ja, da, genau. Einmal hier. Und jetzt unter diesen 2, genau, und auch noch ein W, also gelb. So, so schön Farbtupfer, ne? So, das tun wir jetzt wieder vernähen. Immer noch gebrauchen, das tun wir jetzt wieder zurück. Ist doch nicht viel, aber noch lang genug, dass man es gebrauchen kann, wenn man halt nur mal so 2-3 Kreuzchen hat, kann man das noch benutzen. Wird nichts verschwendet und jetzt habe ich es, wenn ich es dann wieder dran kriege. Ach man. So, jetzt habe ich es. So, das streiche ich mal da ab. Ja, mein einzelnes Tröpfchen hier, das da, das ist die Farbe Orange, das ist die Farbe 7. 7 Zeichen, genau, das ist Orange. Meine Nadel hingetan. Nadel. Ach ja, so. So. Muss man mal gucken, wie lange das Video schon geht. Wie gesagt, ist immer noch das altbekannte Problem manchmal, trotz Speicherkarte. Und irgendwie, keine Ahnung, hat sie erkannt, nicht erkannt und dann war ja auch was weg. Naja. Also, letztes Mal ging es, da ging es auch eine Stunde 15 Minuten, glaube ich, ne, das Video. Ich glaube, das oder das mit dem Vogel, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Neben dem W, genau, dahin. Da hat er nicht gemeckert, komischerweise. Also, weil es eigentlich manchmal eh nur dann nach 60 Minuten geht oder so, dann meckert gerne mal mein Handy. Also, wie, nö, ist mir zu lang.
Kannst du speichern, hast du wenig Speicherplatz. Ich sage, danke. Ja, versuchen wir morgen was zu löschen, aber ja, oder was vom Handy runterzunehmen. So, noch ein kleiner Farbklecks, wenn es bloß ein Kreuz ist. So. Das ist auch geschafft. Was nehmen wir jetzt für eine Farbe? Oder? Ich meine Nadel wieder verliere hier. Jetzt haben wir. Jetzt mache ich es. Mach ich jetzt am nächsten. Mach ich mal die Farbe hier. Diesen Strich. Zwei Doppelstriche. Okay. Ist rosa gemeint oder? 11. Ist nicht eigentlich. Nee, ist nicht die Farbe. Warte mal. Nicht doof. Ach, die 1. Warte mal, die 1. Ach, hier. Ja, hab's ja übersehen. Da ist die. Genau. Rouge heißt die Farbe. Aber wir brauchen das, die 1. Also, das Zeichen und die 1. Der Faden ist mir zu kurz. Auch zu kurz. So, zack. Weiter geht's. Neben dem Blau. Genau da. Da mal reinstechen. So. Und warte mal schräg. Haben wir noch zwei nach unten. Eins. Hätte auch noch anfangen können, aber egal. Das ist aber zu spät gesehen jetzt. So. Dann rüber. Nochmal zwei runter. Aber naja, man kann ja halbe Kreuze machen und dann nochmal ganze Kreuze. So. 2, 2, 1. Genau, jetzt tun wir das zurückstechen. Na. Ach nö, ist doch schon noch kleine Knoten drin. Ja, das ist aber nicht schön. Da muss ja eigentlich bloß irgendwie hier reinstechen. Und dann irgendwie vorsichtig dran ziehen. Oder auch nicht. Und zack, Knoten raus. So. Mensch, keinen Knoten reinmachen, komm. Nein. Komm schon. Komm, komm, komm. Nein. Willst du nicht? Auf der anderen Seite Knoten? Natürlich. Also wenn es irgendwo hängt, nicht dran zehren. Sonst macht man die Knoten noch mehr rein. Das wäre dann ärgerlich, wenn man den extra abschneiden muss. Einfach die Knoten leicht reinstechen und dann hat man auch den Knoten wieder auf. Genau. So, das habe ich gemacht. So,
Jetzt einmal daneben. Wie viel brauche ich jetzt? Warte, erstmal Abzeug. Was habe ich hier? Das, das, das. Und jetzt brauche ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hier kann man da ganze Kreuze machen, was eine gerade Linie ist. So, 1. Und dann müssen wir eins runtergehen. Ich ziehe aber nochmal nach, wie ich mich verzählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind es insgesamt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind genau. So, jetzt 1 schräg runter. Wo bin ich? Da bin ich. Das sind so 3 schräg, alles klar. So, und jetzt glaube ich runter, ne? Genau. So, war es das jetzt mit der Farbe? Ja. Geschafft. Ja, machen wir noch ein kleines bisschen. Mal gucken, was wir noch so schaffen. Vielleicht noch so 10, 15 Minuten vielleicht. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Es war nicht viel geschafft bis jetzt, aber wie ihr sehen könnt, wenn man sich versteckt, dauert es ein bisschen länger. Auch wenn ich das mit euch nicht gefilmt habe. Aber ja. Also Knoten drin, muss ich auch wieder konzentrieren. Deswegen geht es ja nicht ganz so schnell. So, jetzt haben wir nochmal das geteilt durch. Machen wir das mal weiter. Das war nochmal Vermilion. Vermilion und Montclair. Genau, das ist die 1450. Das war das Grün, genau. Einmal die 14. Und einmal die 15.
Ja. Knoten rein oder was? Ja, auch mir läuft nicht mal alles glatt, wie es sein soll. So, jetzt ist es draußen. So, Knoten ist drin. Und hier muss ich mal kurz gerade schneiden, weil da innen länger ist. So. Weiter geht's. Und zwar, wo fangen wir am besten an? Fangen wir hier unten an. Genau. Eins, dann daneben zwei hoch, so, dann eins runter und dann vier hoch. Dann eins rüber. So, erstmal kurz abstreichen. So, und 1, 2, 3, 4, 5 hoch. Machen wir mal ganze Kreuze, weil sonst zu viel Luft dazwischen ist. Warte, wo bin ich? Hier bin ich. Fünf. So, dann eins rüber und dann drei runter. Eins hoch, drei runter, genau. Jetzt machen wir wieder halbe Kreuze. Eins.
dann eins frei, noch mal eins. Dann rüber, drei runter. Und drei. So, 3, 1 Runde und 2, 1 und 2, so, dann wieder 1 Runde und 1. So, eins, ach ja, dann eins frei, dann auch wieder eins, dann sind zwei frei, dann muss ich eins wieder hochgehen, eins, so. Gerade überlegen. Eins vergessen. Die letzten Reihe. Oder zwei frei, genau. Hier eins. So, was wir da abstreichen. Ich den Faden durch hab. Nee, hab ich jetzt gemacht, ja. Ich bin schlafen gekommen. So, das haben wir. Das habe ich gemacht. So, und jetzt. Na, hier wieder raus. So, jetzt brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich muss runter. Ja. 1, 2. Sechs und sieben. Sieben. So, bei dem siebten oder dem vorletzten muss ich eins hochgehen. Da ist nämlich auf der Seite noch eins. Und dann können wir erstmal da hochgehen. Ich denke mal, ich mache die Farbe jetzt noch zu Ende soweit. Und dann denke ich mir, hör mal auf für heute. Dann haben wir schon ein bisschen was geschafft.
Also eigentlich so viel wie letztes Mal, glaube ich, wenn ich das so einschätzen kann. Aber ja, haben wir schon mal das Kleid Anfang geschafft. Ist doch immer schön. Ja, ich habe es ja versprochen, damit ich auch immer was im Sticken mit euch habe. Auch wenn es mich reizt, das dann immer noch nicht weiterzumachen. Aber nein, das mache ich nicht. Ich möchte mit euch zusammen das zu Ende stellen. Außer vielleicht den Stoff dran nähen, das mache ich dann vielleicht nochmal ohne euch. Und zeigt dann, denkt man nur das Endergebnis. So, jetzt zwei runter. So. So, jetzt brauchen wir drei, eins frei. Hast du? So. Mensch, oder ein Bild, ja. Eins, zwei. Und drei. Und das Blau will man wieder ins Grüne, aber nein. Drei, so jetzt. Eins frei. Und erstmal eins. Eins, dann nochmal eins frei und dann zwei. Zwei. Und vorne noch was gerutscht. Immer dann, wenn man es nicht braucht, ne? So. Zwei. Ich denke, ich mache noch die eine Reihe, weil ich sehe schon gerade, es ist eine Dreiviertelstunde und da ich ja schon bei andere angefangen habe und das zusammenteile, ist es glaube ich schon mehr als eine Stunde. Ich hoffe, mein Handy meckert jetzt nicht schon. Aber ich gehe jetzt schon irgendwie hin, dass wir das noch zu Ende machen, ja. Das ist der eine Schritt und dann machen wir nächstes Mal mit der Farbe einfach weiter. So. So, das streiche ich kurz ab. Und zuck, zuck, zuck. Und jetzt neben denen geht es dann da drüben weiter. Also eins drüber. So, und den lasse ich jetzt hängen. Den steche ich mal so ein. Seht ihr ja, dass es zwei verschiedene Farben sind. Abgestrichen habe ich es ja und ja, so weit sind wir gekommen. Hat doch was, ne? Ein bisschen Farbe, ein paar andere Farben, nicht nur schwarz und dies. Das hat letztes Mal auch schon so lange gedauert, aber da ich ja was, naja, aber sieht doch schön aus, schön, ne? Und beim nächsten Mal geht es weiter, das heißt in zwei Wochen, wenn das Video seht, ist es der, oh, mal gerade überlegen, 18, 19, 20, 21, 22, 25. August. Wir haben heute noch Mittwoch, wo das letzte Dimepainting-Video online kam. Und ja, in zwei Wochen geht es dann mit diesen weiter. Nächste Woche kommt dann wieder der Vogel von Star Wars dran. Ja, jede Woche was anderes, dass ich immer ein bisschen was schaffe. Und ja, ein bisschen Abwechslung ihr dann auch habt. Ne? Falls jemand das nicht mag und lieber den Vogel mag oder jemand den Vogel nicht mag, aber das mag. Ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet, was euch am besten gefällt. Wo euch dann freut, wie es dann weitergeht. Ja, würde mich sehr interessieren. Und ja, in diesem Sinne sage ich erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ja, ich sag mal gucken, was nächste Woche kommt mit deinem Painting. Ist ja dann nächste Woche Dienstag. Also nächste Woche will ich es wieder Dienstag hochladen. Ist ja die Woche nur eine Ausnahme gewesen, weil ich es nicht anders geschafft habe, dass es mal am Mittwoch online kam. Genau, dann lasst euch überraschen und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss.